Willkommen zurück, ihr Lieben, bei World of Warcraft. Wir müssen da irgendwie rüber. Hauptmann Brax sollen wir nämlich töten. Wie komme ich denn da mal hin? Ich versuch's mal hier fröhlich außenrum, ne? Zieh die ganze Aggro. Ja, klar. Ja, au. Wie entdeckt Gorgrond? Alter, ich bin schon die ganze Zeit in Gorgrond. Habe ich da jetzt noch nicht entdeckt? Ich doch schon vor Urfolgen habe ich das doch schon entdeckt. Was denn hier? Mandrakor. Verdammtes. Oh. Verdammtes Blume. Hallo? Hehehe. Muss ich hier rein? Ungültiges Ziel? Es kam in der Nacht. Dampfnarbenanhöhe. Aha. Ja, dann holen wir uns doch mal Mandrakor. Ich weiß gar nicht, ob ich das Pet schon mir geholt hatte. Mit meiner Magierin. Es wäre möglich. Wir sehen es gleich. Wir hauen das jetzt hier um, das Viech. Ja, es kommt immer näher. Es kommt immer Heute näher. ist ein guter Tag für einen Ja, ist ein guter. Ist ein guter Tag für einen Kampf, mein Freund. Hau's um. Mach's nieder, bevor es mich niedermacht. Fände ich nicht gut. Aber noch mal ein bisschen meine Taschen aufgeräumt und so. War noch mal in der Garnison. Garnison. Mach's das jetzt mal um hier. Diese Narren glauben, sie könnten gewinnen. Ja. Ah. Verdammnisblume. Cool. Okay, lasst mich mal Cookie machen. Ja, genau, hatte ich schon. Hatte ich schon mit Le Magierin. Naja, dann habe ich es jetzt zweimal. Egal. Was haben wir hier? Kieferloser Schleicher. Kann ich hier mal angeln schnell? Nee, nee. Da hinten sollst du. Ja, da so. Da so mal reinschmeißen. Komm, angel mal ein bisschen schneller, bevor der Mandrakor hinter mir wieder auftaucht. Ja, super, ein kleiner Sichelfisch. Was soll ich denn damit? Ich hab viel zu viel Kram. Also entweder ich krieg jetzt bald mal ein Lagerhaus oder aber ich muss irgendwas einreißen. Aber einreißen geht auch nicht, weil das Lagerhaus ist. Kieferloser Schleicher. Ja, das Lagerhaus kann ich irgendwie nicht so gut ersetzen. Da müsste ich was abreißen, was ich brauche. Nämlich entweder das Verzauberungsatelier oder die Schneider. Ach nee, ich will hier nicht angeln. Wenn der Mandrakor dahinter mir auftaucht, das ist doof. Oder ich müsste die Schneiderei abreißen. Das finde ich irgendwie doof. Ich würde gerne die Scheune abreißen, aber das bringt mir nichts, weil die Scheune ist ein mittlerer Platz, glaube ich. Irgendwie so oder so ähnlich. Ja, doof gelaufen. Ich hätte wirklich gern ein Lager. Können wir mal. So, danke schön. Was? Lagerhaus. Ja, Lagerhaus geht irgendwie nicht. Doof gelaufen. Ärgert mich. Malmzahns Ende. Ach, du dickes Ei. Ich muss hier rein, ne? Ich muss hier rein. Ihr seid da beschäftigt, gell? Ich störe euch doch nicht weiter. Guckt mal, da hinten wird's grün. Es wird. Geh da durch. Geh da rüber. Es wird grün. Dionoas Ende. Das ist das Ende. Wo soll ich denn jetzt an meinen Trophäen arbeiten? Ja, du, ich habe auch keine Ahnung. Aber hier, du kriegst mal hier die ollen Reagenzien. Medulla hat euch geschickt. Unser Dorf ist zerstört. Ich wäre ja schon lange zurückgekehrt, wenn diese verdammten Pflanzenbestien nicht wären. Ja, man kann nicht alles haben, Kind. Pflanzenstutzen. Ich habe nicht weit von hier eine Jagdhöhle, wo ich meine Trophäen und Reagenzien für den lachenden Schädel aufbewahre. Vor kurzem griff ein riesiges Pflanzenmonster aus dem Wildwuchs an und wurde von ein paar der riesigen Felsmonster getötet. Nach seinem Tod sind viele kleinere Pflanzenbestien aufgetaucht und haben alles verwüstet. Und sie haben mich von meiner besten Reagenzienquelle abgeschnitten. Tötet sie, dann werde ich versuchen, meine Höhle zu erreichen und zu retten, was ich kann. Ja. Was noch? Botschafter der Urtume. Ich habe einen finster aussehenden Baum in diesem Wäldchen gesehen. Er weint und seufzt, aber er verhält sich nicht feindselig. Vielleicht weiß er ja, wie man diese Pflanzen los wird. Geht und findet es heraus. Sprecht mit Borkus bei Dionors Ende. Denn wohl?
Ich glaube, das Ei habe ich schon mit der Magierin. Insofern habe ich auch wahrscheinlich schon das Pet, das da drin ist. Ja, ich glaube schon. So, wer seid ihr denn jetzt hier alle? Alter, was ist denn jetzt hier los? Okay, das brauche ich. Oh, hier sind wieder... Hier sind mir doch schon wieder viel zu viele Goren. Das mag ich doch so schon wieder gar nicht, ne? Was ist denn dieser Typ? Junge, der Fleischfresser. Ist der das? Nee. Aber da ist ein Priester. Den brauche ich doch, ne? Komm mal her, du Priester, du. Dich brauche ich doch. Ach, da rechts. Ich sehe es. Da ist dieser Baum. Ach Gott, der war aber schnell um. Oh, der war aber schnell um hier. Also, kann ja nichts aushalten. So, dann holen wir uns das Tentakelding hier. Ein bisschen hier aufräumen, ne? Ja, du kriegst jetzt auch eine rein. Also ich glaube, ihr spinnt... Oh. Ist er umgeplumpst. Ich glaube, ihr spinnt hier alle. So, dann... Tentakelding. Ach so, schon weg. Ach Gottchen. So, Borkus, hallo. Ich sollte euch vernichten, doch, lass dich erstmal angucken. Okay. Doch, was wäre damit erreicht? Ich habe meine Pflichten vernachlässigt und kann nun selbst nur darauf warten, zu Staub pulverisiert zu werden. Danke, dass ihr mich nicht getötet habt. Welche Pflicht habt ihr nicht erfüllt? Dionor war ein mächtiger und tapferer Streiter unseres Volkes. Er strebte danach, mit den alten Fronten zu brechen und die Schlacht zum Feind zu tragen. Alles endete, als mehrere Magnaron ihn zu Fall brachten. Hier erlebte er seine Niederlage und hier schuf er einen Teil seiner Energie, einen kleinen Zufluchtsort für diejenigen von uns, die verblieben, bis ich meine Pflicht erfüllen sollte. Doch das kann ich nicht. Was solltet ihr tun? Wenn ein Champion wie Dionor fällt, wächst eine Todesblüte aus seinem Leichnam. Ich sollte diese Blüte pflücken und hier einen heiligen Ritus vollziehen, um seine Lebenskraft der Überwucherung zurückzugeben. Während ich damit beschäftigt war, wurde ich von pelzigen Zweibeinern angegriffen und sie holten sich die Blüte, bevor ich sie erreichen konnte. Wir haben versucht, sie zu verfolgen, aber sie haben Barrikaden errichtet und uns mit Feuer zurückgetrieben. Also halte ich nun über meinem Versagen Wache, bis wir von unserem großen Feind in die gequälte Erde zermalmen werden. Alter Grundgütiger. Es könnte also alles in Ordnung kommen, wenn der Flor zurückerobert wird. Interessant. Ja. Okay. Aber ich müsste jetzt hier noch ein bisschen irgendwas ummachen, ne? Oder wie? Ja. Ich muss hier noch ein bisschen was ummachen. Machen wir das doch gleich. Dum, dum, dum. So, komm mal her, du auch noch. Ach so, und hatte ich gesagt, ich hatte aufgeräumt, ne? Ich noch Ausdauer, Intelligenzrollen, hauen wir uns alle drauf. Ich muss irgendwie die Tasche ein bisschen leer kriegen. Ey. Ist alles so voll gemüllt hier immer. In die Kleinen, da will ich nicht rein. Hier, das da. Da euch hätte ich gern. So, die Pflanze da auch noch. So, gehen wir schon mal hin. Nehmen das mal mit, diesen komischen Kram, der mir nur die Taschen verstopft. Ich kann hier gar nicht lang vor lauter Gewurzele. Da will ich nicht rein. Da, du. Du, komm mal hier zu mir. Nicht der hässliche Goren da, den will ich nicht. Okay, der rollt weiter. Aber auch nicht allzu weit.
Was ist denn hier los? Kommst du her? Weg! Was ist denn jetzt erlesene Fähigkeit? Alter, ich krieg hier immer Sachen. Ach, ich weiß gar nicht. Kann ich das mal looten? Alter, ihr habt nur Scheiße in euren Taschen. Ne, ne? Wurzel, Wurzel. Geh da drüber. So, da oben muss ich dann wohl in die Höhle. Aber ich brauche hier noch zwei. Zwei. Okay, nehmen wir den und dann schnappen wir uns den da hinten. Der ist nämlich gerade wunderbar beschäftigt. Das merkt er gar nicht. Toll, der hat sich gezählt. Ach, gut, dann hol ich mir den. Ist mir auch recht. Au. So, fertig. Looten lasse ich mal sein, die haben eh nur Müll. Diese ganzen verdorbenen, verhedderten Ranken will ich dann auch nicht. So. Wir gewinnen jetzt hier ab. Wollt ihr mich herausfordern? Es ist gut, dass niemand meine Arbeit hier berührt hat. Ich habe diesen Ort gewählt, um denjenigen aus dem Weg zu gehen, die über meine Sammlung stolpern könnten. So, Pflanzenstutzen. Okay, das ist nicht besser. Warte. Das haben wir auch fertig. Auf Maul gegen Felsen. Nachdem die Saberon diese Pflanzen bestohlen hatten, wurden sie in höhere Bereiche der Dampfnarbenanhöhe zurückgedrängt und haben sich dort verbarrikadiert. Ich selbst habe keinen Weg hineingefunden, aber ihr könntet es schaffen. Einer der Pfade ist durch einen Felsen blockiert, aber er scheint brüchig zu sein. Ein starker Krieger könnte ihn sicher brechen, ein Oger zum Beispiel. Und soweit ich weiß, kennt ihr einen Ogergladiator. Durchbrecht mit Hilfe des Gladiators auf Maul die Felsbarriere. Ja, kann ich ja machen, aber wo ist auf Maul? Wo ist denn auf Maul? Borkus steht jetzt hier rum. Wo muss ich denn jetzt hin? Auf Maul. Ja, ich muss da irgendwie hoch. Irgendwie. Aber wo? Aber wo geht hoch? Das ist hier die Frage. Ach da, guck mal, da geht was hoch. Geht's da auch hoch? Nee, ich muss mal gucken hier. Nee, nee, nee. Hier vielleicht. Komme ich hier so rum? So hüpfst du da hin? Nein, da nicht. Da auch nicht. Ist klar. Ach, leck mich doch fett. Nissen. Geh mir eben hier rein. So, Hallöchen. Jemand zu Hause. Wo muss ich dann jetzt hin? Was ist denn hier für ein Geblinker? Seltsamer Fels. Cool. Ach so. Cool. Ach, sie pfeift nach ihm. Ich mach das, Trin. Jawohl, mach's um. Cool. Uralte Titanentruhe. Yay. Das ist ja cool. Ach, das ist ja cool. Dann kommt dieser Typ jetzt immer an und haut die Felsbrocken kaputt. Bei dem Holzfällerlager hätten wir uns in den Schredder verwandeln können, das weiß ich. Und hätten dann irgendwelche verwucherten Bäume und so wegdingsen können. Ach, wie cool. Was ist hier? Ein Schwarm kieferloser Schleicher. Achso, da kann ich irgendwo angeln oder wie? Nee, will ich nicht. Hier, komm her. Genau. Mach mal um das hier. Sehr geil. Und was da der Schredder ist, ist hier der Typ, der... ne? Ach Gott, ja, ich kann, hab wieder Wortfindungsschwäche. So, gute Arbeit. Aber wir müssen uns beeilen, bevor die Pflanzen bemerken, dass der Weg frei ist. Dampfnarbenzutaten. Kommen wir also jetzt zu einer Herzensangelegenheit. Hehe.
Die Saberon haben starke Herzen und unsere Schamanen haben viele Verwendungsmöglichkeiten für sie. Ich werde die Magie des Uhrturms erforschen, wenn ihr mir welche bringt. Abgemacht, sammelt 10 Herzen von lebenden, die Betonung liegt auf lebenden Saberons. Okay. Da ist auch noch was.